Hallo zusammen, zurück bei einem neuen Projekt. Ich bin eure Ninja und stelle euch heute Murdered Soul Suspect vor. Serienmörder terrorisiert die verschlafenen Straßen Silent. Dieses Bild einer Glocke, eine Visitenkarte, deren Bedeutung sich die Polizei die Bedeutung des Glockensymbols bleibt ebenfalls ein Rätsel. Als Sprecher des Salem Police Department drückte uns jede, der über Hinweise verfügt, wird gebeten, die anonyme Polizeihotline anzurufen. Diese primitive Zeichnung einer Glocke wurde in den letzten Wochen an Tatorten mehrerer Morde hinterlassen. Es gibt keine Verbindung zwischen den Opfern. Das ist also die Bedeutung einer Glocke. Das heißt, es gibt keine Hinweise? Keinerlei Hinweise? Wenn du auf der Straße aufwächst, glaubst du seist unbesiegbar. Nichts kann dir was anhaben. Du verlierst nie wirklich. Dann willst du nur einen Spinner verhaften und stellst fest, dass du gar nicht so unbesiegbar bist. Was ist denn Ronan für ein Name? Das Kind hat mein Portemonnaie geklaut! Jetzt ist es offiziell. Das tut weh! Wer mein Auto klaut, der bezahlt dafür! Connor, wir verhaften Sie wegen des Angriffs auf Vincent Coulthier. Schuldig befunden des zweifachen Autodiebstahls. Angeklagt des Einbruchs. Des schweren Diebstahls und des Angriffs mit einer Waffe. Lass mich das machen. Ich kann meine Schwester ja nicht irgendeinen Penner heiraten lassen. Ich will. Natürlich will ich. Nein. Nein, Julia. Bleib bei mir, hörst du? Julia? Nein, bleib bei mir! Bleib bei mir! Deine Familie hat sich mit ihren Verbrechen geschmückt. Und jetzt glaubst du, dein neues Abzeichen macht alles wieder gut? Schissener Krimineller! Mach mal halblang, Mann. Okay? Verflucht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist lebensmüde. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Der Kopf, den du aus dem Fenster wirfst, wird dich jagen und dir in den Arsch treten. Na, dann gehen wir mal dahin. Er ist jetzt natürlich nicht der Schnellste. Unser hartgesottener Kopf mit den vielen Tattoos. Na komm, das schaffst du. Abgeschlossen. Der Griff bewegt sich nicht mal, er klemmt. Aufgepasst, Lady. Na toll, jetzt machst du uns die Tür wieder vor der Nase zu. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Na, ja, das haben wir wohl doch nicht ganz überlebt. Na, ja, nehmen wir doch noch ein bisschen. Ich lebe noch. Ich habe noch eine Chance. Wenn ich in meinen Körper zurückkehre, dann vielleicht wache ich ja auf.
Ne, vorbei. Aha, so. Na, jetzt will es nicht so wie ich hier. Ja. Wie ihr seht, spiele ich übrigens gerade am Computer. Ich wollte es euch eigentlich an der PS4 zeigen. Hat aber nicht so funktioniert, wie ich wollte. Komm schon. Jemand muss das Glas splittern gehört haben. Oh oh. Nein. Komm schon! Scheiße! Ja, das ist nicht mehr überkillt. Ab jetzt in die Geisterwelt, so wie es aussieht, schau mal. Hey! Hey! Komm zurück! Komm sofort zurück! Ronan, ich kann nicht glauben, dass ich dich gefunden habe. Oh mein Gott. Julia. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Du siehst gut aus. Tja, geht so. Gott, habe ich dich vermisst. Ich würde alles geben, dort bei dir zu sein. Wieder mit dir zusammen zu sein, aber... Was? Nein. Oh nein, 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 nicht schon wieder, nicht du. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Auf der anderen Seite der Brücke. Brücke? Was? Welche Brücke? Bist jetzt in einem Gefängnis. Oder auf einer Brücke. Kommt darauf an, wie du es siehst. Jedenfalls bist du dort nicht sicher. Hörst du mich? Wir müssen dich über die Brücke bringen. Du musst weiterziehen. Weiterziehen? Dahin, wo du bist? Sorg dich nicht um mich. Etwas in deinem Leben ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben nicht viel Zeit. Denk nach. Was in deinem Leben ist ungeklärt? Ich weiß es nicht. Finde es raus. Jetzt geh. Nein, Julia, beim letzten Mal war ich am Boden zerstört. Bitte verlass mich nicht nochmal. Wir sehen uns wieder, Liebste. Aber jetzt rette dich selbst. Nein. Julia, Julia! Geh nicht, Julia! Oh, schaut mal, da hängen ein paar Galgen rum. Hallo? Da liegt ein Mann auf der Straße vor den Wiggle Apartments. Er wurde angeschossen. Schicken Sie einen Krankenwagen. Er atmet nicht. Mein Freund sagt, er atmet nicht. Ich fühle keinen Puls. Hier ist überall zerbrochenes Glas und jede Menge Blut. Mann. Das ist übel. Ja, ich bleib in der Leitung, bis Hilfe kommt. Hey Mann, kannst du mich hören? Ne, sieht nicht so aus. Sieh da, bitte. Ne, die kann ich auch nicht hören. Verdammt. Ja, wen haben wir denn da? Hey, du. Hey, hörst du mich?
Komm zurück! Er ist noch warm. Gucken wir mal, was die Kleine hier macht. Hey, wir sind Geist. Hui, wir können durch Wände gehen. Machen wir gleich nochmal. So. Aber manches sieht hier aus wie aus der alten Welt und anderes aus der Jetztzeit. Hä? War irgendwas? Nee, da flog nur was vorbei. Wo ist er? Da ist er. Ups. Okay, durch diese Geistergegenstände kommen wir nicht durch. Hey, warum bist du weggerannt? Es wird langweilig, den neuen Ratschläge zu geben. Nimm's nicht persönlich. Durch Wände rennen, Dinger scheinen lassen, sieht aus, als wärst du schon eine Weile hier. Du musst wissen, wie dieser Ort funktioniert. Funktioniert? Dieser Ort ist nicht schwer zu verstehen. Wenn du deine Gaben erkennst, wirst du hier nicht lange festsitzen müssen. Was meinst du mit Gaben? Deine Stärken im Leben steigern sich im Tod. Hier werden sie zu Kräften. Einige Kräfte sind einzigartig, einige verbreitet. Besitz ergreifen, Leute beeinflussen, schwächere Geisterobjekte so manipulieren, dass sie erscheinen oder verschwinden. Stärken werden zu Kräften. Hm. So, warum kann ich denn nicht durch alles durch? Mich hat gerade eine Tür getroffen, aber durch andere Sachen kann ich gehen. Was ist los mit diesem Ort? Ich dachte, ich kann durch alles laufen. Wir können keine Gebäude betreten, die von den Bewohnern Salems gesegnet wurden. Außer durch eine Öffnung. Eine offene Tür oder ein Fenster. Wenn wir aber einmal drin sind, halten uns Wände und Türen nicht mehr auf. Die Geisterobjekte, durch die wir nicht hindurch können, erkennst du an ihrem blauen Schein. Mit der Zeit wird dir alles logisch erscheinen. Naja, okay. Wer bist du? Du scheinst schon eine Weile hier zu sein. Ich? Ich bin bloß jemand wie du. Aber bedenke meine Worte, das hier ist kein Spielplatz. Du kannst dir deine Zukunft nehmen oder andere tun es für dich. Tut mir leid. Ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Du bist hier, um etwas zu klären. Klärst du es nicht, kannst du nicht weg. Keine Sorge, das passiert recht oft. Oft? Das ist verrückt. Was meinst du, andere können meine Zukunft stehlen? Dämonen. Sie waren einst wie wir, haben sich aber selbst verloren. Sie sind für immer hier gefangen und existieren ausschließlich, um jene zu verzehren, die hier verweilen. Solche wie uns. Verstanden. Okay. Also muss ich herausfinden, wer mich umgebracht hat und ihn aufhalten. So komme ich hier weg. Nun, viel Glück dabei. Warte, warte, ich muss noch mehr wissen. Sei vorsichtig da draußen. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Seltsam. So, okay, also noch haben wir hier noch nicht viele Hinweise, nicht geklärte Sachen. Der Typ hat mich kaltblütig erschossen, ist das meine ungeklärte Sache? Könnte ja sein. Wenn ich nicht aufpasse, verzehrt mich ein Dämon.
hier gefangen. Wenn ich nicht kläre, was noch ungeklärt ist, bin ich vielleicht hier gefangen für immer. Und dann könnte er genauso gut auch ein Dämon werden, ne? So, und dann, ups. Da waren wir noch nicht fertig. Geisterfähigkeiten. Meine Fähigkeiten aus dem Leben sind auch im Tod nützlich. Manche Fähigkeiten sind verbreitet, manche sind einzigartig. So, und wie ihr seht, können wir sogar Nebenfälle lösen. Durchgehen, Besitz ergreifen, detektivischer Spürsinn, enthüllen. Okay, so. Alles klar. So, dann folgen wir mal der Kleinen. Ne, wir gehen zurück zum Tatort. Wir kamen ja da hinten nicht weiter. So, jetzt können wir auch rennen. Schaut mal. Nicht nur so gemütlich durch die Gegend rennen. Oh, was ist hier? Hier wabert so komisch. Entfernen. Oh, schaut mal, jetzt können wir hier reingehen. Aber, oh, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich würde sagen, nee, doch nicht. Wir sind doch noch nicht angekommen, wo wir hin wollten. Betreten. Stadt. Ja klar, wir wollen ja zum Mordschauplatz zurück. Also zum Tatort. Die eigene Leiche auf der Straße liegen sehen. Es ist, als blicke man in einen Spiegel, den man nicht sehen will, aber man kann sich nicht abwenden. Und dann fällt einem auf, man weiß nicht, welches echt und welches das Spiegelbild ist. Großartige Idee, Baxter. Mit Beweisen herumhantieren. Jetzt klaut er mal eben meinen Hut. Verstärkung. Wer braucht Verstärkung? Hätte es nicht versuchen sollen, zu uns zu gehören. Mann! Du warst ein echt dämlicher Hurensohn. Sir? Richtig so. Hey, Baxter, hey, hey. Mach einfach weiter mit den Zeugenaussagen. Mach schon. Klar, ich bin hier der Dumme. Das ist nicht Ihr Tatort, Lieutenant. Also, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und dann gehen Sie bitte. Ja, es mag nicht mein Tatort sein, aber es ist mein Fall. Es wird morgen mein Fall sein und am Tag danach. Bis wir ihn erwischen. Das sollten Sie sich gut merken, Sergeant. Ich folge nur den Anweisungen des Captains. Sie kennen die Prozedur, wenn ein Familienmitglied... Gut, okay. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Lieutenant. Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, du wärst tot. Tu mir einen Gefallen, Conman. Sag Julia, dass ich sie vermisse. Das weiß sie, Rex. Das weiß sie. Ist das jetzt sein Bruder oder sein Schwager? Finde die Spur des Mörders. Ich muss hier alles untersuchen, um vielleicht etwas Neues herauszufinden. Na, dann machen wir das mal. Einen Blick in Stewarts Notizbuch werfen. Wissen Sie schon was? Also haben Sie den Mann mit der Kapuze gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen. Er hat den Mann auf der Straße getötet. Wäre gut zu wissen, worüber Sie reden. Ich muss sehen, ob Sie Hinweise gefunden haben, die ich noch nicht kenne. Ermittlungen abschließen. Um sie abzuschließen, musst du erst nach Hinweisen suchen. Untersuche dafür verdächtige Objekte und interagiere mit relevanten Personen. Indem du Besitz ergreifen Fertigkeit nutzt.
Okay, na dann würde ich sagen, fangen wir mal hier an. Die Hinweise hier müssen etwas bedeuten. Overkill. Naja, auf jeden Fall. So, gehen wir mal weiter. Meine Ersatzwaffe. Gucken uns das alles später alles an. Seine letzte Zigarette. Komischerweise hat er immer wieder eine in der Hand hier, ne? So, jetzt gehen wir mal hier weiter. Besitz ergreifen. Gedanken lesen. Ruhig bleiben. Wir Cops müssen die Leute beruhigen. Okay. Können wir da rüber hopsen? Es ist alles so außer Kontrolle. Hopsen wir da rüber? Zum Glück bin ich kein Cop. Keine Reporterin. Warum muss ich eine Reportage in so einem Kaff machen? Kann's kaum erwarten, nach Boston zu kommen. Die Haare sehen richtig grau oder weiß aus hier. Was denkt der Kameramann? Ich könnte nie ihren Job machen. Hm. Gut. Jetzt haben wir hier nichts Interessantes weiter gefunden. Gehen wir mal zu ihm hier. Spähen. Das Spähen durch die Augen der Lebenden erlaubt dir, deine Ermittlung voranzutreiben, indem du die wichtigsten Informationen auswählst. So, was hat er über meinen Mörder in Erfahrung gebracht? Forensik so schnell wie möglich zu Rex bringen. Mieter vermisst Cassandra Joy. Einzige Waffe am Tatort gehörte Ronan. Also haben sie keine anderen Waffen am Tatort gefunden. Er hat mich mit meiner eigenen Waffe erschossen, weil er selbst keine dabei hatte. So, vermisste Mieter müssen in der Wohnung gelebt haben, aus der ich geworfen wurde. Und die übliche Vorgehensweise ist, den Lieutenant zu informieren, wenn die vorläufige Forensik eintrifft, auch wenn er sich von dem Fall distanzieren sollte. Welches ist jetzt die wichtigste Information? Ich würde das hier nennen. Nee, ich brauche Informationen. Oh, denn nicht. Dann nehmen wir das. Okay. Das war dann also richtig. Dann gehen wir mal. Ach, die zwei hatten wir noch nicht. In Stücken. Glasscherben. Dann gehen wir mal zu dem. Ups. Die Jungs werden alles tun, was sie können. Da haben wir noch ein paar Patronenhülsen mit den eigenen Kugeln getötet. Ah, gehen wir mal da an den rein. Was ich tun soll, ich meine das. Warum passiert mir das? Okay, sei geduldig mit dir. Sie ist aufgebracht. Sie ist solche Anblicke nicht gewohnt. Können Sie mich hören? Sie haben einfach aufgehört zu reden. Beeinflussen können wir die. Aber womit? Mein Tod? Nee, ist nicht das Richtige. Seiner Familie. Hallo? Ich kann nicht glauben, dass ich mich damit beschäftige. Zigarette, Mordwaffen, Glasscherben? Nee, auch nicht. Aber wir bringen dann immer gleich raus. Wir sammeln mal noch die anderen Beweise, ehe wir das da machen. Belauschen wir mal. Was für eine Nacht, Herr Robinson? Ja. Krass. Ronan, unfassbar. Ich versteh's nicht. Warum war er hier? Er war lebensmüde. Wir erhielten einen Anruf, der Glockenmörder sei in dem Gebäude. Ronan antwortet, wartet nicht auf Verstärkung. Und bevor er sich versieht, versucht der Glockenmörder, ihm das Fliegen beizubringen. Und dann bam. Du weißt, sieben in die Brust. Du weißt, nächste näher. Du weißt wirklich nicht, wann du aufhören solltest, oder? Hast du dir mal seine Tattoos angesehen? Diesen ganzen Unterweltscheiß? Er war mehr Krimineller als Cop. Wie ein Dieb lebt, stirbt auch wie einer.
Er war einer von uns, Arschloch. Okay, da kann man nichts mehr rausholen. Deine Fähigkeit, eine Person richtig zu beeinflussen, hängt von den in Ermittlungen gefundenen Hinweisen ab. Okay. Gehen wir nochmal da rein. Der Mörder kam doch nicht zum Tatort zurück, oder? Gut, dass ich nicht hier war, als es passiert ist. Warum? Kann ich davon Fotos machen? Ist das legal? Bitte? Ganz bestimmt nicht, Lady. Okay, jetzt probieren wir das nochmal hier mit der hier. Wenn ich sie nur beruhigen kann. Ach ja, kommt jetzt in den reingesprungen. Zurück. Mal so rum. Glockenmörder. Ha! Ja, hab ihn gesehen. Den Mann mit der Kapuze. Draußen. Er hat zur Wohnung im obersten Stockwerk hochgesehen, glaube ich. Okay, jetzt haben wir den Zielort des Mörders und ich würde fast meinen, wir haben alles abgeschlossen. Jawohl, haben wir. Ermittlungen abschließen. Auf Q. Der Mörder kam aus einem bestimmten Grund her. Aber aus welchem? Wohnung da oben müssen Hinweise sein. Mein Weg hinein und er ist verschlossen. Fantastisch. Das ist meine Chance. Ich muss nur Stuart ins Gebäude folgen. Na, dann machen wir das noch schnell. Edition Tür zu fällt. Ich würde aber sagen, wie es in dieser Wohnung oder in den Wohnungen dann weitergeht, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.